dem Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Ich lese vor, das ist die Seite 65. Neurodermitis und andere Ekzeme. Mit etwa einem Drittel sind entzündliche Hautausschläge Ekzeme, in Klammern die häufigste Hauterkrankung. Sie haben unterschiedliche Auslöser. Ekzeme werden überwiegend durch äußere Faktoren hervorgerufen. So kann ein Stoff bei Kontakt mit der Haut eine Entzündung hervorrufen, in Klammern Kontaktekzem. Eine Neurodermitis geht allerdings auf innere, aus dem Körper stammende Auslöser zurück, in Klammern atopisches Ekzem, Klammer zu. Eine Neurodermitis bei Kindern zeigt sich durch juckende, nässende, entzündete Hautbezirke. Bei Erwachsenen nässen diese Stellen meist nicht. Die Erkrankung beginnt häufig in Hautfalten, zum Beispiel hinter dem Ohr, am Hals, an den Fußgelenken, in der Kniekehle, unter dem Arm, in den Ellenbeugen. Ich lese das nochmal vor. Die Erkrankung beginnt häufig in Hautfalten, zum Beispiel hinter dem Ohr, am Hals, an den Fußgelenken, in der Kniekehle, unter dem Arm, in den Ellenbeugen. Der Juckreiz ist oft unerträglich stark, sodass die betroffenen Stellen blutig aufgekratzt werden. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Bei chronischen Ekzemen und Neurodermitis ist es besonders wichtig, die meist sehr trockene Haut gut zu pflegen. Dafür eignet sich eine wirkstofffreie Creme am besten. Wenn eine Substanz für das Ekzem verantwortlich ist, in Klammern Kontaktekzem, Klammer zu, und es Ihnen gelingt, diese Substanz gänzlich zu meiden, brauchen Sie es in der Regel nicht medikamentös zu behandeln. Meist heilt es dann innerhalb einiger Tage von selbst ab. Wann zum Arzt? Unter folgenden Bedingungen sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Das Ekzem umfasst große Hautflächen. Das Ekzem betrifft die Haut am Auge. Die Haut hat sich stark entzündet. Es zeigen sich schmierig-gelbliche Belege. Sie haben den Verdacht, dass es sich um eine Neurodermitis handeln könnte. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Ist der Ausschlag sehr heftig und juckt sehr stark, sind unter anderem äußerlich anzuwendende Glukokortikoide geeignet, um die Entzündung zu dämpfen. Wegen der möglichen Nebenwirkungen bei einer Dauertherapie sollten sie nicht länger als 4 Wochen angewendet werden, also die Glukokortikoide. Wegen der möglichen Nebenwirkungen bei einer Dauertherapie sollten sie nicht länger als 4 Wochen angewendet werden. Was kann ich selbst tun? Für Kontaktekzeme wie Neurodermitis gilt, feuchtkalte Umschläge können die gereizte Haut beruhigen. Bis der Ausschlag abgeklungen ist, können sie den Juckreiz umleiten, indem sie die Haut in der gesunden Umgebung des Ausschlags kneifen und drücken. Also kneifen und drücken hilft gegen Jucken, dann juckt es woanders. Bei akut nässenden Hautstellen können sie Umschläge mit schwarzem Tee machen, der die Hautstellen etwas austrocknet. Das kenne ich auch noch von früher. Ansonsten gilt, vermeiden sie alles, was die Haut austrocknet. Dazu zählen ausgedehnte Sonnenbäder, Schaumbäder, Seife und Duschgel. Ich dusche mich normalerweise ohne Seife. Pflegen Sie die Haut mit Produkten ohne Duftstoffe und Konservierungsmittel.
Zusätzlich kann insbesondere bei Neurodermitis ein Klimawechsel die Haut bessern. In den Urlaub fahren, so gut Deutsch, auch mal gerne weiter weg. Wenn es hier im Sommer warm ist, kann man nach Finnland zum Wandern. So. Die Erfahrung zeigt, dass die Neurodermitis in Küstenregionen, Finnland hat eine Küste, und in Hochgebirgen meist kurzfristig abklingt. Finnland hat kein Hochgebirge. Ich würde es erstmal an der Küste probieren. Die möglichen Gründe, ich glaube, in Finnland kann man aber Pferdchen springen. Die möglichen Gründe, die allergenarme Luft und die hohe UV-Einstrahlung. Die sogenannte PUVA oder PUVA-Therapie nutzt in Kombination mit Arzneimitteln den Effekt letzterer gezielt zur Behandlung von Neurodermitis. Also mit der PUVA-Therapie, PUVA, und mit, was weiß ich, Glukokortikoid, kann man Neurodermitis gezielt behandeln, steht hier. Ansonsten, nach 8 Uhr darf man als Kind nicht mehr auf den Spielplatz, dann kann man als Erwachsener die Schaukel benutzen. Dann hat man viel Zugwind, das ist auch gut in den Biokreis. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. So, rezeptfreie Medikamente. Da gibt es jede Menge geeignete und ich lege es jetzt einfach mal die geeigneten Wirkstoffe vor. Das ist Polidocanol, das ist geeignet, synthetischer Gerbstoff ist geeignet, Hydrocortison mit 0,25 und 0,5% ist geeignet, ungesättigte Fettsäuren in Creme sind geeignet, das ist wieder Hydrocortison. Dann gibt es Zinkoxid ist geeignet in Zinkpaste. Ja, das waren die rezeptfreien Medikamente, die geeignet sind. Und rezeptpflichtige gibt es noch mehr, die geeignet sind. Das ist Methylprednisolon. Acetonat ist geeignet. Dann eine Hydrocortison-Verbindung. Hydrocortison-Butyrat ist geeignet. Prednisolin und Salicylsäure ist geeignet, Amicinoid ist geeignet, Betamethason ist geeignet, Betamethason und Salicylsäure zusammen sind geeignet, Flumethason ist geeignet, Clobetasol ist geeignet, das hat man noch nicht, Fluprednidin ist geeignet, Prednicarbat ist geeignet. Dexamethason ist geeignet. Mometason ist geeignet. Hydrocortison und Harnstoff zusammen sind geeignet. Fluokinolon ist geeignet. Triamcinolon ist geeignet. Giflucortolon ist geeignet. Hydrocortison, das hatten wir schon. Prednicarbat kann sein. So. Betamethason alleine ist auch geeignet. Fluocinoid ist geeignet. Es gibt jede Menge. Und hier zum Beispiel auch noch Triamcinolon und Salicylsäure ist auch geeignet. Ist wahrscheinlich relativ stark wirksam, weil die Säure auch dabei ist. Ja. Und der Wirkstoff alleine auch schon geeignet ist. So, ja. Es geht dann weiter mit die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Und es startet mit Antihistaminika. Äußerlich und die sind rot wenig geeignet. Ich habe extra nur die geeigneten genannt.
die mit Einschränkung geeignet, die gelben habe ich auch schon nicht genannt. Ich glaube, das Kapitel wird ein bisschen länger. Ja. Gibt's was zu tun? Also, tschüss, bis später.